Hallöchen. Viele werden schon wissen, was es ist, weil sie es lesen können, was da drauf steht. Ein GoTech-System. Die es nicht wissen, was das hier ist. Es hat eine USB-Buchse und eine LED und hinten Stiftleiste. Für die, die es nicht wissen, das ist ein GoTech-Laufwerkssimulator. Und zwar ein Diskettenlaufwerkssimulator. Für ganz viele Systeme kann man das Ding benutzen. Amiga, Atari, Texas Instrument, den TI-T80 oder wie auch immer. Für ganz viele Sachen. Ich möchte es für den Amiga haben, da ist das Ding am populärsten. Dafür ist auch ganz viel Anleitung und Software vorhanden. Und als ich dieses Ding gekauft habe, war das mit eins der günstigsten, mit einer anständigen Lieferzeit, die nicht aus China kommt. Man kann das Ding in China auch für günstiger kaufen, für knapp die Hälfte. Aber dann wartet man 1, 2, 3 Monate, bis man das Ding bekommt. Und ich weiß nicht, wie es mit Zoll ist. Hier in Deutschland ist ja mit den Zollgesetzen so, dass man ja schon ab den ersten Cent Zollgebühren und blau und hast du nicht gesehen. Wie die das, wie die Verkäufer das jetzt geregelt haben, ob das da schon mit drin ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe es hier jetzt so gekauft, dass ich das über Amazon kriege für knapp 30 Euro. Im Moment sind die Dinge auch wieder mit knapp 30 Euro zu bekommen. In China kriegt man sie dann für 16, 18, 20 Euro. Wie auch immer. Ich habe jetzt aber die Version ohne Taster und ohne Display. Wenn ihr danach sucht nach GoTech Laufwerkssimulator oder Emulator, besser gesagt, werdet ihr ganz viele finden mit zwei Tastern und einer 7-Segment-Anzeige. Die neuere Version hat dann schon ein OLED-Display hier drin und vielleicht sogar mit Drehencoder. Hier ist sogar schon Stück so ein Dings, wo man bohren könnte für den Drehencoder. Ja, ich habe das Ding aber jetzt so gekauft und das muss man flashen für seine Anwendung. Man kann es auch für den PC, für IBM PC und Apple und ach, was weiß ich, was alles nehmen kann. Ich habe es schon geflasht. Aber hier gibt es eine kleine Besonderheit. Durch Corona und Chipkrise und bla und hast du nicht gesehen, steckt da nicht dieses IC drin, was ursprünglich mal in diesem Projekt verwendet wurde von GoTech. Damit sie dieses Gerät noch so günstig wie möglich halten können, haben sie einen anderen Chip da drauf gemacht. Ich habe schon den Deckel offen, ja. Ich habe da schon sowas frei gemacht. Und zwar steckt hier ein anderer. Hier steckt jetzt ein Atari AT32F415RBT7 drauf. Der ursprüngliche Chip, den sie benutzt haben, war der STM32F105A, glaube ich. Von ST. So, da der jetzt aber durch diese ganze Geschichte so extrem teuer geworden ist und ich habe es gesehen, ich habe ihn selbst in China als rein Chip alleine für 40 Euro gefunden, dann kann man dieses Gerät nicht für 20, 30 Euro produzieren. Das geht nicht. Die Chips sind so teuer geworden, deswegen haben sie hier einen anderen Chip drauf. Funktioniert aber auch. Für Amiga ist das schon soweit fertig. Es gibt ein Flash-Tool dafür und die Software für Floppy, dass der ADF-Dateien lesen kann. Anscheinend, so wie ich gelesen habe, auch Atari. Wie Atari die Dings sind, weiß ich nicht, die Disk-Image, weiß ich nicht. Für Amiga sind die Disk-Images im ADF. Und ich glaube noch zwei andere Versionsdinger, keine Ahnung. Aber ADF ist am populärsten. Dann muss man dann flashen. Und ein Vorteil hat in dieser Chip noch, man kann das Ding auch flashen ohne diesen... wo habe ich es jetzt hingelegt? Da. Ohne diesen USB zu Serial Konverter, den man sonst brauchen würde, der dann hier hinten angeschlossen wird. Alles im Internet zu finden, die Anleitung.
Bei dem ist die Besonderheit, das brauche ich nicht. Ich brauche nur was anderes. Und da ich mal mir was gekauft hatte für den PC, diesen PCI zu PC Express oder umgekehrt, Adapter-Krimskrams, habe ich ein USB-Kabel A und A. A-Stecker. Das ist jetzt USB 3. Es geht auch USB 2. Also diese Kabel kriegt man ja auch schon bei Amazon für 2-3 Euro. Das steckt man dann hier einfach nur rein. Muss hier hinten zwei Pins brücken, also nicht die hier dran, sondern da, da hinten. Steckt das im PC und dann wird das Ding erkannt und man kann das Ding flashen. Ganz einfach flashen. Man muss dann bloß eine Brücke machen, das hatte ich hier gemacht mit so einem Jumper-Kabel. Am PC angeschlossen, Tool gestartet, das Ding soweit geflasht. Da habe ich mir ein Video rausgesucht, der das erklärt für das Ding. Vielleicht verlinke ich das, wenn ich das noch finde, noch unten im Video. Und habe dann dieses Fast Floppy drauf geflasht. Die Firmware, die dann direkt drauf kommt. Das Flash-Tool muss den erstmal den Schreibschutz und Leseschutz und so weiter rausnehmen und dann kann man dieses Fast Floppy drauf flashen. Das ist jetzt hierfür auch fertig gemacht. Es gibt noch für Amiga noch, oder ja, nicht direkt Amiga, aber es gibt noch das HXC und das Cortex, die Firmware dafür, aber für den anderen Chip. Ich weiß nicht, ob dieser Cortex und HXC schon für diesen Chip irgendwie eingestellt ist, weil der hat weniger Speicher irgendwie. Fragst mich nicht, also Fast Floppy oder wie das heißt. Das habe ich hier schon drauf. Und ich habe jetzt hier eine Sache. Ich habe keine Tasten, die ich brauche. Und ich habe kein Display, was ich eigentlich auch bräuchte. Darum möchte ich jetzt erstmal nur halbwegs provisorisch dieses Display anschließen. Das ist ja das 128x64 Zeichen OLED Display. Viele nutzen das 128x32 OLED-Display, das schmalere, was sie dann hier drinnen reinhauen, was man dann da gegen diese 7 Segmente tauschen kann. Alles möglich, das sind nur die vier Anschlüsse hier unten dran, da sind zwar sechs, sonst aber vier. Ob ich das noch so mit den Tasten mache oder mit Drehencoder, das muss ich gucken, ob ein Drehencoder hier geht, weil beim Originalen mit dem ST-Chip geht der Drehencoder. Bei diesem hier geht das wohl auch irgendwie, aber ist eine ganz andere Anleitung. Das habe ich noch nicht ganz rausgefunden, wie genau. Beim Original-ST-Ding wird das über diese zwei hier oben angeschlossen. Es gibt aber verschiedene Layouts hierfür. Mit diesem Chip gibt es ein Layout, wo die zwei hier oben dran nicht sind. Jetzt habe ich hier ein Layout, wo diese zwei hier oben dran sind. Ich habe keine genauen Informationen gefunden, aber es geht auf alle Fälle bei allen Versionen, dass ich hier über diese vier Pins so ein Display anschließen kann. Das will ich jetzt mal machen, dass ich da mal so das Display anschließe, da mal Strom drauf gebe und mal schaue, ob das hinhaut. Ich muss aber erst noch eine Konfigurationsdatei fertig machen, die ich auf den Stick drauf packe. Eventuell muss ich sogar noch die Tasten dran löten, weil ich das Ding dann resetten muss. Oder kann ich das über hinten über den Reset machen? Ich muss nicht gucken. Ich werde das jetzt mal fertig löten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nun habe ich einmal geguckt, das macht ein Auto-Detect, brauche ich gar nicht mal die CFG-Datei irgendwie raufspielen. Jetzt habe ich hier Display, habe ich da angeschlossen, habe ich da angelötet und hier hinten für Strom und ich glaube, ich brauche doch die Tasten. Aber wenn ich jetzt einmal einschalte, steht hier Flash Floppy, nicht Fast Floppy, Flash Floppy heißt das, Version 3.3. So, ich habe hier auch einen USB-Stick. Da ist eine ADF-Datei drauf.
Mit 2 Volt es nicht funktionieren, weil ich halt die Taste nicht habe. Stecke mal USB rein, mach mal Strom an. Und dann steht da ja, Workbench 1.3. Und genauso wollte ich das haben. Und wenn ich jetzt noch die Tasten anschließe, wenn ich da jetzt mal Tasten ranlöte, dann könnte ich vielleicht sogar durchwählen. Aber mehr wollte ich gar nicht zeigen. Den Rest würde ich euch später mal zeigen. Ich erkläre es nur noch, was ich noch vorhab. Und zwar, das Display soll jetzt nicht in das Gehäuse rein. Das würde auch gar nicht passen insgesamt. Doch, würde schon vielleicht. Würde vielleicht schon reinpassen. Aber es soll da gar nicht rein. Beim Amiga wird das extern kommen. Weil ich beim Amiga, so kann ich ja erstmal abziehen, die Kabel sind jetzt ja schon angelötet. Beim Amiga soll das extern kommen mit dem Display und entweder den Tasten oder dem Drehencoder. Weil das hier, wenn das eingebaut ist, ich stecke das mal hier wieder rein. Wenn das eingebaut ist, dann ist das im Großen und Ganzen verdeckt. Wie könnt ihr euch das vorstellen? Im Grunde ist beim Amiga im Gehäuse eine Aussparung, die ungefähr so aussieht. Nur ein kleines bisschen größer. Ohne die Klappe jetzt. Und das würde dahinter kommen. Dann würdet ihr auch schon übersehen, welches Problem ich dann hätte, wenn das dahinter liegt. Ich hätte nämlich nur diesen kleinen Schlitz, der hier rüber geht, die etwas größere Öffnung, die den USB hätte. Und wieder diesen kleinen Schlitz, dann könnte ich das Display nicht sehen. Dann wäre das Schwachsinn, da ein Display reinzusetzen. Ich könnte natürlich jetzt das Gehäuse vom Amiga aufschneiden, aufdremeln, wie auch immer, dass ich das insgesamt sehen kann. Das will ich aber gar nicht machen. Ich will das Gehäuse nicht kaputt machen. Ich will das so lassen, wie es ist. Es hat schon einen kleinen Knacks drin, das kriegt man aber repariert, aber ich will da jetzt nicht noch irgendwelche Sachen rausdremeln. Es ist nur so, dass ich hier bei diesem großen Loch den USB reinstecken kann. Die LED, wenn man sie sehen kann, kann man sie sehen, wenn nicht, dann nicht. Ist nicht so schlimm. Und deswegen soll das Ganze nachher extern kommen. Das kommt dann oben durchs Gehäuse durch die, wenn ich mit Flachbandkabel machen, durch die Lüftungsschlitze geht das Kabel dann durch. Und oben drauf sitzt dann das Display mit so einem Encoder halt in so einem kleinen Kasten drinne, den ich 3D drucken werde. Eventuell ist dann noch die Möglichkeit, muss ich mal gucken, wie sich das anhört. Kann man hier noch so einen kleinen Piepser ranmachen, der dann den Headstep simuliert, also dieses Klicken macht, wenn der Kopf sich bewegt hin und her. Dann hat man auch ein bisschen Geräusch dabei, aber muss ich mal gucken, wie sich das anhört. Aber das habe ich vorgehabt. Ich habe jetzt so ein GoTech, was ich für den Amiga benutzen will. Und ich wollte eben gucken, ob das mit dem Display hinhaut. Es haut hin. Und das ist das Gute. Das Display ist auch heil. Das kommt dann da auch rein. Jetzt habe ich wahrscheinlich das Problem, dass hier die Dinge zu lang sind. Und ich das nicht zukriege. Bestimmt. Ist ja nicht so schlimm. Das mache ich dann später. Aber so einfach kann es sein. Den Rest, wie das nachher ganz final aussieht, würde ich dann am Amiga zeigen. Ich wollte halt nur so ein Dings haben, weil es ist einfacher als mit Disketten immer hantieren. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt den Amiga 1200 mache.
Gut, mit Disketten würde es gehen. Die Laufwerke sind auch nicht, oder die Laufwerke, die ich habe, die sind nicht alle kaputt. Die funktionieren auch. Man kann das auch als externes Diskettenlaufwerk nehmen und lässt intern normales Diskettenlaufwerk und macht ein Laufwerks-Switch rein, dass man dann umschalten kann, dass das externe Laufwerk Laufwerk 1 wird und das oder das Laufwerk 0 und das interne Laufwerk 1. Im Moment läuft ja das interne Laufwerk als Laufwerk 0, also das erste Laufwerk, was der Amiga startet. Und die externen kommen dann danach. Davon startet er nicht. Ich glaube, der Amiga 1200 kann sogar vom externen aus starten, wenn intern keins angeschlossen ist. Aber so ein, das nennt sich DFU-Switcher, kann man sich dann da reinsetzen und dann kann man das auch, das hier extern anschließen und auch von da aus starten. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber ich denke mal, ich werde das als externes Laufwerk machen, weil es ist einfacher mit den ganzen ADF-Dateien zu hantieren. Und Diskette werde ich einbauen, Diskettenlaufwerk. Das Problem ist, man kriegt keine Original oder keine nagelneuen Disketten mehr zu kaufen. Es gibt nur entweder gebrauchte oder es gibt ungebrauchte verpackte zu kaufen, relativ teuer teilweise. Man weiß aber nicht, wie sie gelagert sind. Und mit Disketten, ja, die einen gehen dann, die anderen gehen nicht. Man schmeißt dann Geld raus. Und wenn ich jetzt hier so eine Kiste Amiga-Disketten kaufe, so eine Box, weiß ich nicht, 50 Stück für 10, 15 Euro und nachher sind dann 25, 30 Stück von den ganzen Disketten unbrauchbar, dann habe ich ungefähr die Hälfte an Geld rausgeschmissen für Disketten, die ich nicht mehr benutzen kann. Darum so ein Laufwerkssimulator oder Emulator oder wie auch immer Dings hier, womit ich die Images direkt lesen kann, passt. Ich habe jetzt gerade noch eine Sache gelesen, weil das ist hier Fast Floppy. Damit geht es nicht, Images oder direkt von Diskette mit Kopie oder sowas hier auf das Ding drauf zu schreiben. Das geht nicht. Es gibt dieses HXC, was ich angesprochen habe, aber da möchte der Entwickler 10 Euro für haben. Dafür geht dann, da geht dann auf alle Fälle Atari hier mit Fast Floppy oder Flash Floppy, nicht Fast. Wieso komme ich immer Fast? Auf Flash Floppy habe ich noch gerade gelesen, es geht nicht Atari mit Flash Floppy. Also dieses HXC-Gedönse für das Ding hier. Kostet 10 Euro die Software, die HXC kann ich verstehen. Es geht wohl auch mit dem hier, mit der Version von dem Chip. Muss ich aber noch mal genau lesen. Aber der mein Sofa hat schon gesagt, wenn es für ein Atari geht, wäre das genial, weil mit Disketten, wie gesagt, man kann Pech haben, man kann Glück haben, ob man funktionierende bekommt oder nicht. Wie gesagt, ungebrauchte eingeschweißte müssen nicht unbedingt gut sein. Die können auch, was weiß ich, wie gelagert worden sein, sind auch hinüber. Weiß man nicht. Und wenn man die Möglichkeiten hat für sowas, dann nutzt man sowas auch. Damals hatte man nur halt eben das Problem, man hatte Disketten und Software auf den Amiga kriegen. War dann schon sehr kompliziert, wo man denn nichts hatte. Wo man nur Diskette hatte. Das war dann schon ein bisschen schlecht. Da musste man dann schon viel Zeugs haben, dass man das hinkriegt. Gut, mehr wollte ich euch nicht zeigen. Den Rest seht ihr dann, wenn ich das Ding fertig habe. Wenn ich es extern mache, kommt es in ein externes Gehäuse. Habe ich ja hier. Ich glaube, sogar den Deckel dafür habe ich auch. Und dann wird da bloß eine andere Blende vorgebaut, wo denn das Display drin ist und dann sollte das passen. Gut, dann bis zum nächsten Video. Tschüssi.